Ein geplanter Urlaub auf Malta endet für eine 19-Jährige in der Notaufnahme. Dass die Patientin in größerer Gefahr schwebt, als es eingangs scheint, stellt Medizinerin Birgit Maas noch vor ungeahnte Herausforderungen. So, Sie sind aus dem Urlaub wiedergekommen. Ja. Den können wir mal zur Seite legen hier. Geht das? So, und was haben Sie jetzt aktuell für Beschwerden? Bauchschmerzen, starke Bauchschmerzen. Und seit wann ist das so? Seit einem Tag. Und Sie sind aber jetzt gerade zurückgekommen? Ja. Also sind Sie deswegen zurückgekommen? Ja. Aha, warum sind Sie denn da nicht zum Arzt gegangen? Weil ich nach Hause wollte. Hallo, ja? Da ist da die Frau Niedermeier. Ihre Mutter soll hier reinkommen? Ja. Ja, darf gerne reinkommen. Ist Ihnen denn noch übel? Ein bisschen. Ein bisschen. Okay. Kleinen Augenblick. Ne? Tag, schönen Tag, Frau Niedermeier. Genau. Ja. Jetzt auch ein bisschen aufgeregt. Ja. Ach so, sie wusste, hat sie Sie angerufen? Ja, sie hat mich angerufen, aber eigentlich wäre sie noch auf Malta im Urlaub. Deshalb bin ich gerade so ein bisschen, was ist überhaupt passiert? Ich weiß gar nicht, ich weiß noch gar nicht. Also sie kam ja zu uns mit heftigen Bauchschmerzen, ja. Und hat halt auch gesagt, dass das wohl auch der Grund war, warum sie zurückgekommen ist, weil sie gern zu Hause sein wollte. Aber wir sind jetzt gerade mitten in der Untersuchung. Okay. Es ist gar nicht so unüblich, dass Patienten mit Beschwerden im Ausland zurück in ihr Heimatland fliegen. Die Patienten fühlen sich dort meistens einfach sicherer. Gut. Was haben Sie denn da irgendwas Ungewöhnliches gegessen? Ja, Paella habe ich gegessen. Aha. Haben Sie das mit mehreren Leuten zusammen gegessen? Nee. Nee? Alleine? Ja. So, wir würden einmal ganz kurz einen Ultraschall machen vom Bauch. Mhm. Das kann natürlich immer sein, Paella, dass man da vielleicht eine Lebensmittelvergiftung oder eine Fischvergiftung hat. Ja. Verdorbenen Magen. So, Verdauung haben Sie gehabt? Ja. Da war alles ganz normal. Richtig. Aber man sieht ja schon eine ordentliche Bewegung drin. Da ist richtig was los im Darm. Kleiner Augenblick, Frau Niedermeier. Ich würde Ihnen das gleich erklären. Lassen Sie mich gerade einen Überblick verschaffen. Okay, wie ist der Druck? 150 zu 80. Haben Sie vorher krank? Nein. Weil der Blutdruck sehr hoch ist jetzt schon mal, ne? Oder so geht's, Frau Niedermeier, ne? Ich habe jetzt erstmal einen ganz undankbaren Job. Und zwar muss ich Ihnen einmal ein bisschen Blut abnehmen. Mhm. Ja? Hinter akut auftretenden Bauchbeschwerden verstecken sich oft Lebensmittelvergiftungen. Das heißt, die Lebensmittel sind verdorben durch Bakterien und durch die Stoffwechselendprodukte passieren dann halt diese Symptome. Bei der Patientin allerdings kamen plötzlich seltsame Symptome dazu, sodass wir davon abgekommen sind und mussten in eine andere Richtung ermitteln. Haben Sie denn, ich muss mal jetzt wirklich so fragen, sonst irgendwas genommen? Nee, nee. Also Alkohol, Drogen, nein. Irgendwas? Gar nichts? Nein. Schon überlegt, sie hat mir auch Bilder geschickt, ob irgendwas da vor Ort irgendwie, keine Ahnung, in der Ferienwohnung war oder was. Ich guck gerade mal die Bilder durch, die sie alle. 200 zu 110 hat sie. Das ist natürlich jetzt viel zu hoch. Mach's mir mal Orapil fertig. Ja. Komplett die 5 Milliliter und ich gebe mir das dann nach und nach. So, hoher Blutdruck war aber bei Ihnen jetzt vorher noch nicht bekannt. Nee. Tut Ihnen da jetzt auch irgendwas weh? Ja, der Arm und die Beine. So richtig auch in den Gelenken, aber gestürzt sind Sie nicht. Also nein. Die Vitalparameter wie Blutdruck, Puls sind für uns unheimlich wichtig. Hier verbergen sich auch große Gefahren. Gerade bei zu sehr hohem Blutdruck kann das Herz nicht mehr wirklich dieses Volumen ausbringen, was der Körper braucht. Und es kann hier natürlich auch zu Schlaganfällen kommen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diesen Blutdruck langsam runterzufahren, damit der Patient diesem hohen Risiko nicht ausgesetzt wird. Ja, also ich meine, aber da sind einfach eine klassische Urlaubsbilder. Gut, da war sie am Strand, da kann man natürlich auch schon mal was essen oder trinken. Das haben sie besichtigt. Kennen Sie das? Die Bilder sind aktuell, wann haben Sie die bekommen? Ah ja, ist ja. Das hat sie mir gestern geschickt. Weil das ist ja das blaue Fenster, ne? Das ist ja seit genau, das 2017 gibt es das gar nicht mehr. Das ist ja eingestürzt. Das war ja so eine. Das war eine richtig so eine Touristenattraktion. Das gibt es seit 2017 aber, nicht. Das ist kaputt. Aber sie hat es mir ja gestern geschickt. Also das kann ja dann eigentlich gar nicht sein. Das blaue Fenster gibt es nicht mehr. Miriam? Also gibt es Probleme, Nancy? Bei ihr, wenn ihr das blaue Fenster was sagt, dann ja. Ach, da hast du doch, warst du doch mal, ne? Ja, aber Miriam, wie kann das sein, dass die Schwester jetzt sagt, das blaue Fenster gibt es überhaupt nicht mehr? Was habe ich dir doch gestern geschickt, ja. Ich kann mich da natürlich auch irren. Ja, das kann man ja rausfinden. Ja, gut, das kann man aber ja
aussuchen. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir machen auf jeden Fall ein EKG. Ja, bitte. Hi, störe ich gerade? Nee, wie immer. Weil ich habe da vorne einen jungen Mann im Wartebereich sitzen. Der kommt mir ein bisschen unkoscher vor. Erst dachte ich jetzt, der hätte einen tierischen Durst, aber der hört nicht auf, das Wasser einzuschenken. Ich bin ja gerade hier. Ich scheint so ein bisschen mehr als neben der Spur zu sein. Mein Kollege hat mich ja hier zu einem jungen Mann gerufen, der sich sehr, sehr auffällig benommen hat. Hier war noch gar nicht klar, ist er jetzt Patient? Ist er immer so? Ist das ein akuter Zustand? Deswegen haben wir ihn erst mal beobachtet. Junger Mann, sind Sie denn Patient bei uns? Oder Praktikant, dass Sie die Gläser schon vorbereiten? Nee. Nee? Was machen Sie denn da? Gucken wir mal, wie viele Gläser da voll sind. Schon viel, oder? Ein bisschen übertrieben. Aber was hatten Sie denn vor? Für die Leute, die hier warten. Aber hier ist doch keiner. Ja. Das ist jetzt ein bisschen auffällig, wissen Sie, wenn Sie hier so die ganzen Gläser voll machen. Deswegen. Ne, irgendeinen Grund muss sie haben, warum sie jetzt hier im Krankenhaus rumlaufen. Reden wir drüber später. Nö, nee, ich hab grad. Jetzt darüber reden. Kommen Sie am besten einmal mit. Wollen Sie einmal mitkommen? Ich kann mich mit der unterhalten. Ja? Verraten Sie mir erstmal Ihren Namen. Ja, ich bin Danny. Dass Danny nicht derjenige ist, für den er sich ausgibt, soll schon bald weitere Schwierigkeiten auslösen. Eigentlich wollte der offenbar verwirrte junge Mann nur jemanden ins Krankenhaus begleiten, braucht jedoch selbst dringend Hilfe. Lehnen Sie sich ruhig so ein bisschen zurück. Den Kopf ich wollte gerade einmal gucken. So, wenn Sie einmal den Kopf darüber drehen. Siehst du? Ja, das ist eine Rötung. Herr Pechen, ganz vorsichtig. Erschrecken Sie mich doch nicht so. Ja, Sie haben mich auch erschreckt, du. Ich taste einmal ganz vorsichtig, ne? Das tut Ihnen weh, ja? Ja. Haben Sie das schon länger? Das ist noch rot, das ist noch nicht alt. Können Sie uns sagen, woher? Sie dürfen die Maske wieder abnehmen. Woher kommt das? Also ich kann nur so eins zusammenziehen, eher so gestern mit dem Fußballspiel. Was ist denn da gewesen beim Fußball? Ja, wir haben nur mal geübt und ich dachte so, komm, ich mach mal so den Showmaker, ne? Waren auch ein paar heiße Schicks mal da, ne? Ah. Ich so, komm, ich mach mal einen Kopfball in diesem Moment. Rannte mir Patrick hinten in den Kopf rein. Nehmen Sie einmal Mundschutz. Aber haben Sie denn irgendwie Übelkeit gehabt danach, oder? Ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich allgemein auch vom Typ verpeilt, so, ne? Aber heute habe ich auch Kopfschmerzen und. Und heute sind Sie was verpeilter. Also, ja. Also ich wollte nur fragen, jetzt normaler ist das nicht, dass Sie die Gläser so viele voll machen. Das war jetzt schon außergewöhnlich. Ja, ne? Also ich musste ja tatsächlich darüber selber lachen, dass ich das gemacht habe. Ne? Haben Sie das zuerst gar nicht so wahrgenommen? Nee, ehrlich gesagt gar nicht. Ungefähr 40-50% aller Gehirnerschütterungen werden von den Angehörigen bzw. vom Patienten selber total ignoriert oder erst gar nicht wahrgenommen. Und da liegt ja die Gefahr, weil gerade wenn man dann anfängt, nach Stunden irgendwie Doppelbilder zu sehen, dass einem übel ist, erbricht, sollte man schnellst irgendwie in die Notaufnahme oder einen Arzt aufsuchen. Wenn man jetzt irgendwie einen Sturz hatte oder so eine Gewalteinwirkung im Kopf, und das ist ja sowas, was Sie berichtet haben, dass es da natürlich zu Verletzungen im Kopf kommen kann. Ne? So, und das heißt, das macht sich manchmal so bemerkbar, also auf der einen Seite in Schmerzen, vielleicht auch Missempfindungen, aber manchmal auch im komischen Verhalten. Ne? So, und da müssten wir dann schon eine Röntgenaufnahme machen. Der junge Mann musste jetzt zum CCT, denn wir wussten ja nicht genau, welche Auswirkungen dieser Sportunfall hier auf ihn hatte, welche Verletzung er hervorgerufen hat. So bin ich wieder zu der jungen Dame rübergegangen, unwissend allerdings, dass auch dieser Fußballunfall bei ihr bestimmte Folgen hatte, ohne jetzt genau zu wissen, was da für eine Verkettung dahinter steckte. Auf jeden Fall wurde klar, die beiden kannten sich. Entschuldigung für die Unterbrechung. Was ist denn mit dem? Was ist los? Blutdruck 130/70 habe ich gemessen und sie sagt jetzt gerade, der Fuß wird immer dicker. Verstehe ich überhaupt nicht. Guck mal, wollen wir einmal Plätze tauschen, bitte? Ja. Guck einmal. So, einmal ganz vorsichtig ausziehen. Ganz vorsichtig. Gehen Sie einmal ein Stück zurück. Ja. Okay, das sieht da aus. Was ist das? Wie ein Insektenstich. Ich ziehe mal den Schrumpf gerade aus. Boah, alle zurück. Wartet, alle zurück. Was war das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Warte, bleib mal alle zurück. Alle zurückbleiben. Irgendein Viech. Irgendein Tier. Lebt das noch? Ja, das ist irgendeine komische Spinne.
Wie sich herausstellen soll, eine Spinne, deren Biss giftig ist. Die Ursache für Miriams enorm hohen Blutdruck, ihre Gliederschmerzen und auch die Bauchkrämpfe ist damit gefunden. Fragt sich nur, ob noch rechtzeitig Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Europäische schwarze Witwe. Schwarze Witwe? Das hört sich nicht so gut an. Nee. Hier, das könnte die tatsächlich sein, ne? Also das sieht auf jeden Fall so aus, dass die das ist. Schwarze wie, Witwe. Wie kommst du an so eine schwarze Witwe bitte so, in deinem also, ich rufe da jetzt erstmal bei der Giftnotrufzentrale an. Weil das, die ganzen Erscheinungen, die ganzen Symptome, die sind bestimmt daher. Für uns war wichtig, hier zu finden, wer der Übeltäter war bei der jungen Dame, diese Spinne. Da muss man natürlich dann Kontakt zur Giftnotrufzentrale aufnehmen, um zu hören, welche Maßnahmen man jetzt hier ergreifen kann. Symptomatisch konnten wir die Patientin schon ganz gut behandeln. Aber dann bekommt man noch weitere Informationen und natürlich musste die Patientin stationär aufgenommen werden. Das wäre total klasse. Super, bis gleich. Danke. So, die melden sich gleich noch mal. Ja. Okay, wir desinfizieren das auf jeden Fall. Hast du schon gemacht? Kühlen dann genau, ich würde das noch abdecken. Ja. Sind nicht viele da dran gekommen? Ist irgendwo reingetreten oder was? Ich muss euch was sagen. Was musst du sagen? Ich war gar nicht auf Malta. Du warst was nicht? Ja, aber wie kommt denn dann der Spinnenbiss? Ich war bei Nick. Wer ist der Nick jetzt? Wer ist der Nick? Das Miriam. Wer ist der Nick? Ja. Ja, bitte. So ein Junge. Was heißt denn so ein Junge? Du sagst mir gerade, du warst nicht auf Malta. Du redest von irgendeinem Jungen. Du hast keinen Freund, keinen. Bitte, jetzt Butter bei der Fische. Wo ist denn dieser Nick? Der sitzt vorne im Wartraum. Ärztin Birgit Maas ist sofort klar, dass es sich bei besagtem Nick wohl um ihren anderen Patienten handeln muss, der sich als Danny vorgestellt hatte. Tatsächlich ist Miriam die neue Freundin des Hobbykickers und hat ihren Urlaub sausen lassen, um mit ihm Zeit zu verbringen. Also das Geheimnis ist gelüftet, dass hier mit dem Malta-Urlaub nichts gewesen ist. Genau. Okay. Ja, erstmal, hallo, ich bin Nick Pechen erstmal und wir beide lernen uns jetzt gerade erstmal kennen. Ja, so leider unter solchen Umständen, aber ja, das stellen wir jetzt erstmal zurück. Gut, ne? Würde ich genau. Auch sagen. Also bei Ihrer Freundin haben wir jetzt hier dieses Teil gefunden. Boah, krieg ich Gänsepelle, Bertha. Bertha? Das Ding hat einen Namen. Und sie ist tot. Ja, also das Problem war, die war hier in der Socke drin. Und man sieht ja hier schon ganz deutlich den Biss und die lokale Rötung und Reizung. Ja, und ich vermute, dass das auch zu den ganzen Symptomen geführt hat. Wenn sie sowieso nicht auf Malta waren, haben sie wahrscheinlich auch gar keine Paella gegessen, nehme ich mal an. Also deswegen vermute ich, dass alle Symptome, die sie haben, also die Gliederschmerzen, die Herzsymptomatik, dass das alles tatsächlich von diesem Biss kommt. Jeder kennt ja einen Mückenstich, der ist unangenehm, verschwindet aber relativ schnell. Aber es gibt auch andere kleine Tiere, die genauso einen kleinen Biss verursachen, aber der erhebliche Wirkung hat. Zu nennen sind hier zum Beispiel giftige Spinnen. Und da läuft es mir persönlich eiskalt wirklich den Rücken runter. Denn man weiß ja nicht, was das für den Organismus für Folgen hat. Das Gift ist oft neurotoxisch. Das heißt, es kann hier zu insgesamten Körperbeschwerden wie Gelenkbeschwerden führen. Ausfallerscheinungen, Fieber möglicherweise und ja, bei ganz speziellen Tieren sogar zum Tod. Bertha ist bzw. war mal jetzt mein Haustier. Und sie ist eigentlich nicht giftig, also nicht so giftig, dass man jetzt stirbt oder so anscheinend. Naja, aber allergische Reaktionen kann es ja immer geben und da reagiert ja jeder auch unterschiedlich. Das ist ein anderes Thema, aber Sie haben nur die diese weg. Eine ich mag gehabt. Das echt nicht ich hatte jetzt eine. Und wie kann es sein, dass die ausbüchst? Ja. Die läuft ja nicht frei in der Wohnung rum, oder? Vielleicht wegen dem Fußballunfall da. Ja, das kann gut sein okay, mit da dem wissen Kopf, wir dass ich dann vergessen habe, die Scheibe zu schließen. Also mit der. Ja, nee, da müssen wir auch noch mal ein bisschen weiter ausholen. Sie waren ja jetzt. Oder sind uns aufgefallen, weil sie sich hier wirklich komisch benommen haben. Ne? Das CCT, so wie ich gerade gehört habe, war soweit unauffällig. Das heißt, wir gucken natürlich immer, sind da Blutungen oder irgendwas im Kopf, die durch Kompression da solche Symptomatik machen. Das ist nicht der Fall. Sie werden aber eine gehörige Gehirnerschütterung haben. Sie würde ich gerne stationär aufnehmen, um einfach zu gucken, ob sich da noch was entwickelt, weil Sie waren schon schwer durcheinander vorhin. Und bei Ihnen warte ich ja jetzt noch auf den Rückruf von der Giftnotrufzentrale.
dass wir da gucken, was wir da jetzt noch an Behandlungen anschließen. Ich denke, dass es da ein Antidot, also so eine Art Gegengift gibt. Das machen wir aber natürlich auch stationär. Man will ja helfen, wenn man hier einen kranken Patienten im Krankenhaus hat. Wenn er keine Hilfe bräuchte, würde er ja auch nicht hier hinkommen. Dann ist es natürlich schon immer ein bisschen blöde, wenn Patienten nicht die Wahrheit sagen. Gut, wir finden es sowieso raus. Wir haben hier unsere Laborparameter, unsere Bildgebung, aber es dauert dann eben länger und mitunter vielleicht zum Nachteil des Patienten. In diesem Fall ist jedoch nochmal alles gut ausgegangen. Miriam hat sich vollständig von dem Spinnenbiss erholt und durfte das Krankenhaus nach 3 Tagen verlassen. Die 19-Jährige und Nick sind immer noch glücklich miteinander. Auch der Hobbyfußballer ist wieder fit. Seine Giftspinnen hat allerdings einem Terrazoo überlassen.